Ja, herzlich willkommen zu einer ganz speziellen Premiere hier bei Ella Online. Die Corona-Pandemie hat die Lausitz und damit auch den FC Energie Cottbus fest im Griff. Das wissen wir. Wir haben es erlebt. Am Samstag gab es ein Geisterspiel im Stadion der Freundschaft. 0:3 hat Energie Cottbus verloren. Und es steht eine englische Woche an. Der FCE kann aber keine Pressekonferenzen ausrichten. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass der Energietrainer Dirk Lottner zugesagt hat, uns auf diesem Weg so ein paar Fragen zu beantworten. Hallo Trainer, ich grüße Sie. Ja, hallo zusammen. Ja, wie geht es in diesen bewegten Tagen? Energie Cottbus hat eine englische Woche vor sich. Am Mittwoch geht es gleich weiter gegen den FC KZS Jena, danach gegen den FSV Luckenwalde. Wie geht es Ihnen in diesen Tagen? Ja, seit Sonntag mit Sicherheit ein bisschen schlechter als noch vor dem Spiel, keine Frage. Dass wir uns das am Wochenende alles ein bisschen anders vorgestellt haben, im heimischen Stadion, auch wenn keine Zuschauer da waren, denke ich, kann jeder nachvollziehen. Dementsprechend unzufrieden waren wir nach dem Spiel. Das haben wir jetzt gestern versucht, nochmal ein Stück weit aufzuarbeiten anhand von Videobildern und den Jungs nochmal klar gemacht, dass wir schon ein paar Dinge mit einbringen müssen, um am Ende des Tages auch eine Berechtigung zu haben, solche Spiele als Sieger zu verlassen. Ich sage es ganz ehrlich, bei Ella Online haben wir dieses Spiel als Gruselkrieg bezeichnet. Nicht nur, weil es ein Geisterspiel war, weil die Leistung auch nicht so gut war. Lag es trotzdem auch daran, dass wir keine Zuschauer im Stadion sein konnten und die Mannschaft dann eben nicht den Funken bekommen hat vom Publikum? Ja, du kannst das ja nicht nur darauf begrenzen, weil Berlin hat ja auch ohne Zuschauer gespielt und hatte auch keine Fans dabei. Also von daher zählt dieses Argument für mich als Trainer nicht, dass das am Ende des Tages vielleicht mal was ausmachen kann, wenn du vielleicht hättest den Anschlusstreffer erzielen können wie gegen Dynamo Berlin, wo wir gemerkt haben, dass wenn die Fans dann wieder lautstark uns unterstützen, dass das nochmal so einen Schub gibt. Das war erstens nicht der Fall, weil keiner da war, aber hätte auch keine Rolle gespielt, weil uns einfach der Anschlusstreffer nicht gelungen ist und dementsprechend glaube ich nicht, dass das eine große Rolle für uns jetzt gespielt hat. Was ist denn jetzt so in der Fehleranalyse rausgekommen? Sie haben schon nach dem Spiel direkt gesagt, ja, nie so richtig in die Zweikämpfe gekommen. Ist am Ende das dann der Faktor gewesen oder was haben Sie noch so erkannt? Ja, es sind natürlich schon, wenn du 3-0 zu Hause verlierst, ein paar Faktoren, die da zusammengekommen sind. Ich hatte ja am Wochenende auch schon nach dem Spiel gesagt, dass ich das Gefühl hatte, dass wir gut ins Spiel gekommen sind, hatten den Freistoß von Domme, der Hoffi, der am langen Pfosten nach der Ecke vorbeizieht, wo du nach 3, 4 Minuten eigentlich denkst, du bist gut im Spiel. Berlin kommt dann das erste Mal nach vorne, du kommst aus der Balleroberung, machst dann den Fehlpass gegen eine unorganisierte Abwehr, und dann spielt Berlin das sauber zu Ende, dann ist das schwierig zu verteidigen. Es ist halt so, dass wir aktuell definitiv zu viele eigene Fehler auch machen, den Gegner zu oft auch selber einladen, gefährlich vor unser Tor zu kommen. Dann war es natürlich im Verlauf des Spiels auch so, dass die Abstände zu groß waren, dass wir, wenn wir dann in den Zweikämpfen waren, uns im 1 gegen 1 defensiv einfach nicht behaupten konnten. Ja? Und das sind halt banale Dinge, die du erstmal wieder ablegen musst. Ja, auch mal nicht nur aus der Kompaktheit Zweikämpfe zu gewinnen, sondern auch im 1 gegen 1 defensiv mal Zweikämpfe zu gewinnen. Und da ist jeder selber gefordert, halt an sich weiter zu arbeiten. Darüber hinaus habe ich auch gesagt, bin ich sehr, sehr unzufrieden auch mit unserer Passqualität, mit unserer spielerischen Qualität, die wir an den Tag legen. Da sind wir extrem ungenau, genauso fahrig, wie wir es verteidigt haben, haben wir dann auch nach vorne gespielt. Und wenn du permanent immer nur Ballgewinn, Ballverlust hast und immer nur jagen musst und immer nur hinterherlaufen musst gegen eine spielerisch gute Mannschaft, die am Mittwoch mit Sicherheit auch wieder auf uns wartet, dann ist es schwierig, da A, erstmal den Gegner den Druck zu nehmen, aber B, auch selber ins Spiel zu kommen. Ja, und das waren schon Faktoren, die wir gestern ganz klar und deutlich auch angesprochen haben. Gegen den Berliner AK war ja Matthias Rahn nicht dabei als Abwehrchef. Ist er aktuell nicht so zu ersetzen, auch als Führer der Mannschaft, als Mentalitätsmonster, wie wir ihn bezeichnet haben? Ja, ich will das nicht an einem Spieler festmachen, weil ich denke schon, dass Patrick Staub auch seine Qualitäten hat. Ja, mit Sicherheit nochmal vom Spielertyp etwas anders, aber das, was wir auch spielen wollten, haben wir zu keiner Zeit durchbringen können. Nämlich von hinten heraus immer wieder das Spiel zwischen den Linien, den freien Mann zu finden, durch ein druckvolles Passspiel ins Zentrum rein. Auch da waren wir nicht in der Lage, unser Spiel so durchzuziehen, wie wir es uns gewünscht haben und vorgenommen haben, um dann auch selber torgefährlich zu werden. Also unterm Strich muss ich sagen, dass allgemein, dass das, was wir uns für Berlin vorgenommen haben, in keinster Weise so umgesetzt werden konnte. Aber das jetzt an einem Spieler festzumachen, das mache ich nicht. Also da gehören dann auch schon mal 10, 11 andere dazu.
Sie haben bereits den spielstarken Gegner vom Mittwoch angesprochen, FC Colts Jena. Die haben jetzt 6 Spiele in Folge gewonnen, sind auf einer richtigen Erfolgswelle. Ist Energie dort nur Außenseiter? Ja, definitiv. Also wenn du die momentane Verfassung von Jena siehst, nach anfänglichen Problemen zu Saisonbeginn, haben sie sich jetzt gefunden, haben sich gefangen. Mit den ganzen vielen Neuzugängen haben sie jetzt eine klare Struktur auch. Wie viele Mannschaften in unserer Liga auch extrem, extrem torgefährlich. Viel Zug nach vorne, viel Tempo nach vorne. Und darüber hinaus aber auch eine sehr gute Verteidigung. Es ist die zweitbeste Abwehr, glaube ich, ne? Mit 9 Gegentoren. Und das spricht halt für sich und sind trotzdem in der Lage, halt aus ihrer Stabilität in der Defensive nach vorne hin richtig guten Fußball zu spielen. Und ja, da wird schon eine Herkulesaufgabe für uns, wenn wir da was mitnehmen wollen. Und gerade in der englischen Woche ist es sicherlich auch eine Frage der Kraft. Das ist ja immer mal ein Thema gewesen. Als Sie gekommen sind, haben Sie gesagt, die Werte sind ja eigentlich alle in Ordnung. Dann hieß es bei der Mitgliederversammlung vom Sportchef Sebastian König, es geht nicht um die Fitness, sondern höchstens um die mentale Fitness, die ein Problem sein könnte. Ja, wie fit ist die Mannschaft aktuell? Ja, also das ist immer das Einfachste im Fußball nach Niederlagen gewisse Dinge am Fitnesszustand der Mannschaft auszumachen. Also ich glaube nicht, dass die Fitness bei uns eine Rolle spielt. Sonst hätten wir den einen oder anderen Sieg in der Vergangenheit jetzt auch nicht erzielen können. Ich glaube, da waren auch Spiele bei, die wir hinten raus gewonnen haben. Also dieses Thema definitiv können wir auf Seite schieben. Was natürlich schon ist, dass wir auch jetzt am Wochenende wieder den einen oder anderen angeschlagenen Spieler aus dem Spiel rausgenommen haben. Wir haben eh schon einige Verletzte auf unserer Liste und auch das wird wieder eine Riesenaufgabe für uns sein, da irgendwo Spielertypen für unser System zu finden, die die Chance erhöhen, das Spiel erfolgreich zu beenden. Und ja, das werden wir heute Mittag erfahren, wer überhaupt einsatzfähig ist oder wer erneut weiterhin ausfällt, wer dazugekommen ist. Also wir sind im Moment ein bisschen am Schieben und am Rotieren und versuchen immer wieder von Spiel zu Spiel auch das Bestmögliche an Homogenität auf den Platz zu bekommen, was im Moment mit Sicherheit nicht ganz so einfach ist. Lassen Sie uns mal ein bisschen über die Personalien sprechen. Also Matthias Rahn kehrt zurück nach seiner Gelbsperre, ist wieder mit dabei. Ja, wie sieht es denn mit den angeschlagenen Spielern aus? Florian Brückmann, Axel Bortmann, sind die schon wieder ein Thema für Sie? Yannick Mehlers auch noch verletzt gewesen? Ja, die drei, die Sie gerade aufgezählt haben, das wird mit Sicherheit noch eine Zeit lang dauern. Der Max ist auf einem sehr guten Weg, hat gestern schon Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht. Der braucht vielleicht noch 4, 5, 7 Tage. Also dann wird er zumindest wieder zur Verfügung stehen. Bei den anderen wird es definitiv noch was länger dauern. Ja, Hoppe hat einen Schlag ins Knie bekommen, was schmerzhaft aktuell ist. Patrick Storb hat einen Pferdekuss am Oberschenkel, der auch vielleicht dazu führen könnte, dass es eng wird. Also wie gesagt, die Probleme sind nicht geringer geworden mit der Niederlage. Immerhin haben Sie mit Yannick Frick jetzt einen Neuzugang zur Verfügung, der wegen seiner Corona-Infektion erst nicht nach Cottbus kommen konnte. Jetzt ist er da. Er hat bei meinem Kollegen Frank Noack im Videointerview schon gesagt, er möchte viele Tore für einen Cottbus schießen. Darf er denn am Mittwoch schon anfangen damit? Das werden wir sehen. Auch er hat natürlich jetzt durch die Corona-Zeit, die er hatte, erstmal 10, 12 Tage gar nicht trainieren können. War vorher auch nur punktuell im Trainingsbetrieb, sprich, wenn sie mit Liechtenstein Länderspiele hatten, dann war er im Training beziehungsweise auch im Spielbetrieb. Aber vorher hat er auch seine Phase gehabt, wo gar nichts passiert ist. Ähnlich wie bei Mario, wo wir einfach auch ein bisschen den Jungs Zeit geben wollen. Wir haben bei Mario gesehen, was passieren kann, wenn du ihn von 0 auf 100 da reinschmeißt, 90 Minuten spielen lässt und dann fällt er dir wieder 10 Tage aus. Also das hilft keinem weiter. Wir müssen schon sehen, dass wir da versuchen, die Jungs Step by Step auch aufzubauen, heranzuführen. In dem Wissen natürlich, dass uns jetzt auch nicht 6 Wochen Zeit bleibt, um die Spieler dahin zu bringen, wo wir sie gerne hätten. Ja, also da muss jeder Spieler natürlich jetzt auch seinen Teil dazu beitragen, dass er so schnell wie möglich A, die Mannschaft kennenlernt, in die Mannschaft reinwächst, aber vor allen Dingen auch den Fitnesszustand herstellt, dass er für uns auch wirklich irgendwo zur Verfügung steht. Ja. Cottbus ist ja Corona-Risikogebiet seit einigen Tagen mittlerweile. Wie beeinträchtigt das Ihre Arbeit auf dem Trainingsplatz oder auf dem Gelände beim FCE? Ist das ein Thema für Sie aktuell? Also bis jetzt ist das von der Mannschaft und auch vom Funktionsteam relativ weit weg, weil wir hier in einem Bereich sind, wo wir uns selber so ein bisschen einigeln können, die Kontakte zu anderen vermeiden können. In die Geschäftsstelle gehen wir nicht, beziehungsweise andersrum ja auch nicht. Da versucht man auch die Kontakte zu vermeiden. Dementsprechend beeinträchtigt das unseren Trainingsalltag in keinster Weise. Wie ist das für Sie persönlich? Sie sind jetzt seit 6 Wochen in der Lausitz, hatten vermutlich noch gar nicht so viele Gelegenheiten, Herr Cottbus ein bisschen kennenzulernen, auch wegen dieser Corona-Beschränkungen.
Ja, was heißt kennenlernen? Kennenlernen schon. Ja, ist ja so, wenn man im Hotel wohnt, dann ist man auch immer wieder gezwungen, abends rauszugehen und sich irgendwas zu essen zu besorgen. Dementsprechend lernst du auch ganz schnell hier einige Dinge kennen. Natürlich, so viele freie Tage hatten wir jetzt auch noch nicht. Konnte trotzdem schon mal ein bisschen zumindest die Umgebung erkunden und habe auch festgestellt, dass Cottbus auch sehr schöne Ecken hat. Also dementsprechend ist das alles in Ordnung. Aber das ist zweitrangig, wenn natürlich der sportliche Erfolg auch nicht da ist. Und da wollen wir weiter daran arbeiten, dann wirklich da auch so in die Spur zu kommen, dass du jetzt erstmal wirklich sagst, da nach unten eine Distanz bekommst und alles andere spielt für uns im Moment auch keine Rolle und muss zweitrangig sein. Nochmal auf Jena geschaut. Ich habe mal nachgeblättert in Ihrer aktiven Karriere als Spieler. Haben Sie dort viermal gespielt und nur ein Spiel verloren? Wären Unentschieden beispielsweise am Mittwoch für Sie jetzt auch schon wieder ein Schritt nach vorn in Jena? Ja, es ist grundsätzlich so, dass ich jetzt kein Trainer bin, der gerne irgendwie sich in Unentschieden ermauert. Ne? Natürlich schon in dem Wissen, dass gerade unsere Defensive natürlich extrem mitverantwortlich dafür ist, unser Defensivverhalten, Kompaktheit, ob wir Spiele erfolgreich bestreiten können oder nicht. Ja? Und da gilt es immer wieder halt, die Hebel anzusetzen, dass man auf so einer guten Grundordnung spielt, dass wir aggressiv und konstant und ohne Schnörkel da auch wirklich verteidigt, ja, und ich meine, man kann hintenrum Dinge fußballerisch lösen, wo es vielleicht einfach mal angebracht ist, auch einen Ball wegzuschlagen. Aber wie gesagt, ich gehe grundsätzlich in die Spiele, um sie zu gewinnen und nicht irgendwie so Punkte zu ermauern. Das ist nicht meine Art, Fußball zu spielen. Aber die Umstände lassen auch manchmal nichts anderes zu. Und dementsprechend werden wir mit Sicherheit jetzt am Mittwoch in Jena jetzt nicht den Hurra-Fußball nach vorne erstmal suchen, sondern genau da wieder anzusetzen, wo wir auch in Berlin aufgehört haben. Trainer, ich danke Ihnen recht herzlich, wünsche viel Erfolg am Mittwoch und empfehle unseren Zuschauern und Lesern unseren Live-Ticker. Mein Kollege Frank Noack wird am Mittwoch im Stadion dabei sein in Jena und von dort berichten. Ja, hoffentlich von einem etwas besseren Ergebnis als zuletzt im Stadion davon. Trainer, vielen Dank dafür. Alles Gute. Bleiben Sie Sehr gesund. gerne. Danke ebenso. Tschüssi. Tschüss.